Guten Tag. Ich wollte schon eine ganze Zeit mal über, oh, ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, über Wertesysteme reden, weil das einen ziemlich krassen Teil von unserem Alltag ausmacht, aber wir überhaupt nicht darüber reden. Besonders Kommunikation in Kommunikation mit anderen sind die verschiedenen Wertesysteme, die wir so unbewusst in uns tragen, ein Riesenpunkt. Und auch wenn es um seelische Sorgen, Verletzungen geht, wenn Leute einen beleidigen oder auch nicht, wenn man versucht, irgendein Bild darzustellen in der Gesellschaft oder so, diese ganzen Punkte, die doch viel den Alltag dominieren, dass wir uns verstellen auf der Arbeit, dass wir in Unterhaltung, was ich bei Männern besonders oft beobachte, dass wir versuchen, andere zu übertrumpfen mit irgendwas die ganze Zeit. So, dass da immer so ein kleiner Wettkampf zwischen uns ist als Menschen. Und sei es nur so Fragen, da sieht man sehr offensichtlich eigentlich, wie viel verdienst du denn? Oder, ich war ja letztes Mal da und da im Urlaub, wo warst du denn im Urlaub? Ach, gar nicht? Ah ja, das ist ja schade, vielleicht kannst du es dir irgendwann leisten. Oder wenn man so Motivationsvideos von irgendwelchen Typen, muskulösen Typen im Internet sieht, die so da sitzen und sagen, also der richtige Weg zum Erfolg ist das und das. Du musst nur deine Seele verkaufen und alles investieren in Bitcoin und dann bist du erfolgreich. Die Sache ist, wenn wir überhaupt nicht mal hinterfragen, was zum Beispiel erfolgreich für uns bedeutet, ist es total schwierig, sich in diesen Welten zu bewegen, weil wir immer wieder getriggert werden von verschiedenen Weltbildern und Wertesystemen im Endeffekt, die vielleicht gar nicht die unseren sind, aber in Kommunikation mit anderen übernehmen die quasi immer auch so einen Teil von dir mit ihrem Wertesystem in so einer Diskussion wie zum Beispiel so, ach, ich verdiene ja ein bisschen mehr als du, so, mir geht's ja besser deswegen. Geht's dir? Was ist dein Ziel? Warum ist Geld gleich Erfolg? Was bedeutet das überhaupt für dich? Und was sind deine Ziele? Was ist dein Wertesystem? Und was ist für dich wirklich wichtig, dass du zum Beispiel am Ende des Lebens zufrieden auf dein Leben zurückblickst? Und da spielen eben Wertesysteme und sich selbst klar werden über das eigene Wertesystem, spielt eine Riesenrolle. Und ich habe das halt immer wieder, dass ich auch in Diskussionen ganz unbewusst manchmal mich auf andere Wertesysteme quasi herablasse. Weil in so einer Diskussion passiert es oft, dass man eben durch so eine Frage wie, ja, aber was machst du jetzt mit Altersvorsorge und Rente und hast ja auch noch kein Haus gekauft, dann irgendwie im Ego so ein bisschen verletzt ist und dann anfängt sich zu erklären. Und die Sache ist aber, man erklärt sich selbst dann in einem fremden Wertesystem. Also man erklärt seine Beweggründe, warum man etwas noch nicht gemacht hat oder was nicht so wichtig findet, was eigentlich für einen selbst überhaupt nicht wichtig ist. Und da finde ich, je bewusster man damit umgeht, desto weniger muss man auch erklären, desto weniger muss man sich darauf herablassen. Ich sag's mal so, herablassen, auch wenn es ein bisschen fies ist, aber ja, Wertesysteme sind eben Wertesysteme und ich finde Wertung generell von Leben, Errungenschaften, von Erfahrungen und so total unnütz. Also besonders bei anderen. Man kann für sich gucken, was man will, was man erleben will, in welche Richtung man gehen will mit seinen Erfahrungen, aber ich finde immer die Bewertung von anderer Leute Leben. Und dann auch noch aufgrund von irgendwelchen quantifizierbaren Metriken, also sowas wie Geld, Verdienst, wie viele Kinder hast du, wie viel Quadratmeter hat deine Wohnung. Und so ist, finde ich, so banal, so lächerlich, so nichtssagend. Ich gebe mal ein Beispiel, was nämlich mein Wertesystem ist. In mein Wertesystem ist zum Beispiel,
Die Sache ist, das verstehen die meisten überhaupt nicht bei mir, dass ich eigentlich alles schon erlebt habe, was ich erleben wollte im Leben. So. Ich habe ohne viel Geld mir alle Leben aufgebaut, die ich jemals hatte. Und am Ende des Lebens irgendwas vorzuweisen, ist für mich überhaupt kein Ziel. Am Ende des Lebens irgendwie 5 Häuser zu haben und irgendwie ein Riesen-Business oder was auch immer, ist für mich überhaupt nicht wichtig, weil für mich zählen die Erfahrungen auf dem Weg, für mich zählt jeder Tag, für mich ist auch eine Metrik von Erfolg. Bei mir ist eigentlich am Morgen, an fast jedem Morgen quasi aufzustehen und zu denken, geil, neuer Tag, lass irgendwas Cooles machen. So. Und nicht sich eben jeden Tag die Woche, 5 Tage die Woche irgendwie einen Job zu schleifen, der scheiße ist oder so. Das heißt nicht damit, den Job zu ändern. Das heißt eigentlich nur die Perspektive darauf, die Reaktion auf das, was passiert, das ist bei mir auch wichtig. Innere Ruhe ist eine andere Metrik. Ich laber ein bisschen wild, aber ich habe auch keine Notizen gemacht. Ist halt so bei mir. Innere Ruhe ist bei mir ein Metrik von Erfolg. Wenn du dich mit dir selbst alleine hinsetzen kannst und zufrieden bist. Weil in Kommunikation mit anderen Leuten werden wir manchmal schon von diesen ganzen Wertesystemen und Bildern und dann der Kollege, der mehr verdient, da werden wir viel beeinflusst. Und bei vielen Leuten führt das eben auch zu einer wirklich innerem Gefühl von Minderwertigkeit und so. Und das ist schade und das triggert auch Ängste. Das sind so viele Sachen, die durch gesellschaftliche Konditionierung eben uns eingetrichtert werden. Und ich finde das, das ist generell schade. Aber eine Erfolgsmetrik ist deswegen für mich innere Ruhe. Kannst du mit dir selbst alleine sein? Kannst du auch alleine Urlaub machen? Kannst du mal einen ganzen Tag oder mehrere Tage in Stille mit dir verbringen, ohne dass dein Kopf oder die Gedanken oder halt die Gedanken deiner Familie, deiner Eltern, quasi die Werte, die so am Kopf, die hinten irgendwo nagen, so, du musst erfolgreich sein, was auch immer das bedeutet, du musst das und das, oh, du hast noch keine Familie, bla bla bla, dass du in Frieden damit bist, dann kann man ja immer noch was verändern und man kann immer noch Ziele haben, aber mit dem Stand und mit den Erfahrungen und auch mit schlimmen Erfahrungen in Frieden zu sein und sich hinsetzen zu können und denken, wow, das sind krasse Sachen, die ich erlebt habe, die haben mich geformt und jetzt bin ich hier und ich habe die Welt vor mir, die Welt liegt mir zu Füßen und komme, was wolle, mit so einem Selbstbewusstsein in so einem tieferen Sinne, nicht guck hier, ich bin selbstbewusst, sondern ich bin mir selbst bewusst, was ich bin. Ich bin mir selbst bewusst, was ich kann. Ich vertraue mir selbst. Ja, so ein Selbstvertrauen vielleicht. Also das sind bei mir so Metriken, die für Erfolg sprechen. Und weil wir alle hoch emotionalen Ballast mit uns rumtragen, ist es für mich nämlich nicht unbedingt ein Erfolg, irgendein Riesen-Business aufgezogen zu haben oder irgendeine krasse Sporterrungenschaft oder irgendeine krasse Leistung, Zertifikate und so sich zu erarbeiten, weil man kann auch als hoch narzisstisch traumatisierter Charakter diese ganzen gesellschaftlichen Ziele erreichen, kann aber nicht einen Tag mit sich alleine in Frieden in einem Café sitzen und die Gedanken darüber schweifen lassen, wie schön das Leben ist. Sondern ist immer in so einem Hetzmodus, ist immer in so einem Kampfmodus, immer in so einem Konkurrenzmodus. Und deswegen, bei mir sind nämlich diese Wertvorstellungen, diese Wertesysteme komplett anders. Und ich stoße da oft auf Konflikte, weil ja andere Leute dann halt das komplett anders werten. Und wenn ich mich zu viel mit diesen Leuten umgebe, kann es auch sein, da fällt Zeug von Bäumen in meinem Kaffee. Wenn ich mich zu viel mit so Leuten umgebe, wenn ich wirklich Tag und Nacht, sagen wir, in einem Finanzbüro arbeiten würde und alle würden nur von Geld reden, dann arbeitet sich das langsam in den Kopf. Man sagt ja so, du bist die Schnittmenge der 5 Leute um dich herum. Das sehe ich nicht ganz so, aber es ist schon so, dass dein Umfeld und die Werte von deinem Umfeld dich prägen. Und deswegen sich mal
alleine hinzusetzen, am besten ein paar Tage ohne Social Media. Es ist lustig, dass alle meine Techniken eigentlich darauf hinauslaufen, dass man mal alleine sitzt und sich mit sich selbst befasst. Aber so ist es halt. Und sich mal fragen, was ist für mich Erfolg? Ist für mich Erfolg vielleicht Familie gründen? Kann ja sein. Ist für mich Erfolg wirklich so, ach, ich will gerne ein schönes Haus haben, aber für mich nicht, weil ich das anderen zeige. Das muss immer so aus einem selbst rauskommen. So, ey, ich fühle mich wie eine geborene Mutter, wie ein geborener Vater. Ich muss diese Erfahrung machen. Dann ist das ja ein cooles Ziel. Oder auch so vielleicht so eine architektonische Vision von einem Eigenheim, was einen antreibt von innen heraus, weil man irgendwie so denkt, ich will da mich selbst verwirklichen in irgendwas. Oder ist es auch sowas wie Business-Sachen oder ich will Menschen helfen oder ist es einfach halt auch jeden Tag irgendwie aufzustehen und happy zu sein mit dem Leben? Ist es vielleicht eine Aufgabe und ein wichtiger Wert, sich um die eigene Familie zu kümmern oder so? Und ich finde immer, Geld kann kein Lebensziel sein. Geld ist eine virtuelle Idee von Wert eigentlich. Aber was dann, wenn es Geld ist, was macht man dann mit dem Geld? Und dann sagt nicht, ja, ich würde reisen und immer Urlaub machen und nichts mehr tun. Das stimmt auch nicht. Was würde man dann machen? Ich habe so ein Video, was würdest du mit 1 Million Euro machen? Könntest du vielleicht auch mal angucken. Da geht es genau um diese Frage. Was würde man denn tun? Für sich, von sich, wenn man nicht mehr gezwungen wäre, irgendwas zu tun. Wenn man frei ist von Karrierevorstellungen, von Familienzwängen, von Familienidee, von Erfolg und so. Was würde man dann machen? Und das, wenn man sich mal da wirklich befreit, kommt es, glaube ich, auch dem inneren Wertesystem sehr nah. Ich habe jetzt ganz außer Acht gelassen, so andere Werte wie Loyalität oder Respekt und so. Das hat da auch mit zu tun, vielleicht. Oder so eine Demut vielleicht gegenüber dem Leben und dass ich nicht, dass man sich so eine Art zu leben quasi bereitlegt, wie man eigentlich von sich heraus, aus dem Innen heraus, die für einen wichtig ist. So, ich will Gutes tun. Ich will jeden Tag irgendwie bei all meinen Begegnungen mit anderen Menschen will ich einen guten Impuls setzen und nicht eben, dass Kommunikation dazu führt, dass es den anderen schlechter geht. Das wären so Leitwerte, so ein Leuchtturm, den man sich da auch mit einem Wertesystem, während sich da klar wird, zurechtlegen kann. Und dann kann man gucken, wie man das erreicht und sich freuen, wenn man wirklich vielleicht an einem Tag gute Impulse gesetzt hat und sich aber auch nicht dafür verurteilen, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern einfach sich ein bisschen bewusst werden, was bin ich für ein Mensch, was will ich, was sind meine Werte, was ist eine Vorstellung von einer besonderen Zukunft für mich oder was würde ich bereuen, wenn ich das nicht mache. So grundlegende Sachen für sich selber klären ist so immens wichtig und dann natürlich auch machen. Und nicht nur irgendwie was Tolles klingt und dann steht das so auf dem T-Shirt drauf, so, ich bin ein guter Mensch und man macht eigentlich nur Scheiße, das ist auch dumm. Also, pass auf mit Wertesystemen, lass dich nicht in fremde Wertesysteme reinziehen. Besonders was Geld und Erfolg und so angeht, sind wir so eingefahren und starr in der Gesellschaft und die Vorstellungen von Erfolg und so sind so klar definiert, das ist so traurig und so schwierig, da seinen eigenen Weg zu gehen. Deswegen dieses Video, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du deine eigenen Wertesysteme kreieren kannst und nicht dich anderen Wertesystemen beugen musst. Ja, ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal.